Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Pokémon-Unboxing-Stream. Uns erwartet heute diese wunderschöne Box, dieses wunderschöne Display. Es handelt sich dabei um das japanische Single-Strike-Set. Also ich denke, einige werden es vielleicht schon kennen. Ja, im April oder irgendwann, wenn es die Lieferschwierigkeiten der Pokémon Company zulassen, wird es ein neues Set in Deutschland auch geben, das Set Kampfstile, beziehungsweise im Englischen Battle Styles. In Japan ist vor wenigen Wochen das entsprechende Set schon erschienen. Natürlich dann mit japanischen Karten. Es besteht aber aus zwei verschiedenen separaten Sets. Einmal das Single Strike Set, welches wir hier vor uns haben, und das Rapid Strike Set. Beim Single Strike Set ja, gibt es für mich persönlich die geileren Pokémon. Es gibt einige coole Karten. Es gibt Houndoom, Tyranitar, es gibt einen Mankey, gibt einige auch ältere, bekanntere Pokémon. Ja, deswegen habe ich mich für die Single Strike Variante entschieden. Davon habe ich jetzt noch ein, zwei Displays auch zu Hause. Das heißt, da wird es künftig noch einen oder anderen Stream geben, wo wir dann hoffentlich die eine oder andere coole Karte ziehen. Gibt auch ja, ein paar schöne Full Arts, Rainbow Rares, Gold Rares und auch ein paar alternative Artworks. Da gibt es eine Tyranitar-Karte, die es mir sehr angetan hat. Wenn wir die natürlich hier in einen unserer Streams ziehen würden, wäre es natürlich eine sehr, sehr geile Nummer. Deswegen hoffen wir mal an der Stelle das Beste, dass wir da die Karte auf jeden Fall einmal sehen werden. Und schauen wir einfach mal, was uns hier drin heute erwartet. Soweit ich es verstanden habe, finden wir hier drin 30 Booster mit jeweils 5 Karten, die relativ zufällig sein sollen. Also ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das Ganze in der Realität aussieht. Ich habe mir jetzt dazu nicht allzu viel reingezogen. Also ich weiß nicht wirklich, was uns beim Ziehen an sich erwartet. Aber freue mich darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann starten wir mal direkt hier rein. Und schauen wir mal, was wir hier drin finden. Erstmal die Folie weg. Jetzt sehen wir hier ja, eine andere Pokémon an der Seite. Ibitak ist am Start, Houndoom. Ganz cool. Und schauen wir einfach mal, was uns hier drin erwartet. Und wir sehen, es sind ein, zwei Boosterchen. Zählen wir kurz nach. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Heißt 2x 15. Sind wir bei diesen 30 mit jeweils 5 Karten. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir einfach mal direkt rein, was uns im ersten Booster erwartet. Ich versuche mal das allererste vorsichtig aufzumachen, wobei das bei den japanischen ja eh nicht ganz so einfach ist, weil die da ja doch schon hohen Wert auf das Einschweißen legen. Aber das sieht perfekt aus, den ersten Karten. Ich bin schon sehr aufgeregt, habe die Hoffnung, dass wir vielleicht was Cooles ziehen. Und schauen wir mal, was hier drin erwartet. Wir starten mit einem Ibitak, einem Klassiker. Sind beim Yamper und ein Slowbro mit einem ganz witzigen Artwork auch. Heißt, wir sehen hier schon mal keine Holo mit drin. Das heißt, es ist wirklich vollständig random, was uns hier drin erwartet. Es gibt hier auf den Artworks teilweise, wie man jetzt hier sehen kann, beim Tick Knight gibt es hier den Stamp, was die Single Strike Variante darstellen soll. Heißt, im anderen Set gibt es einen separaten Stamp mit ja, einem anderen Logo. Aber wie gesagt, habe ich mich jetzt erstmal für das entschieden. Ich weiß auch nicht, ob ich
was von der zweiten Variante, also vom Rapid Strike, aufmachen werde. Hat mir einfach vom Set her nicht so zugesagt und wenn dann würde ich natürlich auch schon die Karten fühlen und hoffen, dass ich da ja eine für mich geile Karte ziehe und da möglichst dran Spaß haben. Und wenn ich dann ein Set ziehe, wo ich sage, naja, da juckt es mir nicht so in den Finger, dann ja, bringt es an der Stelle auch nichts. Schauen wir mal, was uns in Booster Nummer 2 erwartet. So. Ein Morpeko mit einem sehr schönen Artwork. Gerade wütenden Apfel frisst. Gefällt mir. Dann Xiao. Starten mit unserer ersten VMAX. Und zwar ein Capo Coco. Mit einem sehr coolen Artwork. Geile Farbkombi. Sehr, sehr geil. Und eine Trainerkarte. Das dürfte. Ich habe mir extra nochmal die Setliste ausgedruckt, weil man vor allem dann auch bei den Trainerkarten ein paar Problemchen haben könnte. Das ist die Raging Scroll für Single Strike, also ja, einfach eine Schriftrolle. Aber diese VMAX, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist die Nummer 18 von 70 im Set. Gibt dann noch darüber hinaus ein paar Secret Rares, die darüber ja, über das Set hinausgehen. Aber das ist schon mal für Booster Nummer 2 ein cooler Pull und hoffen wir mal, dass es an der Stelle auch so weitergeht. Kann auch gar nicht sagen, ehrlich gesagt, aus welcher Generation das stammt, das Capo Riki oder zumindest Capo Coco war es jetzt, glaube ich. Aber gefällt mir sehr gut, das Artwork. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich möchte gerne heute den Tyranitar sehen. Das gibt es ja mit verschiedenen Artworks da drin. Wenn das möglich wäre, dann wär ich sehr dankbar darüber. Ist vielleicht auch spannend, ob jetzt hier drin in dem Display, dadurch, dass wir jetzt das Capo Coco VMAX gezogen haben, ob wir hier drin auch die entsprechende Wii-Variante finden. Weil bei japanischen Sets wird es ja oftmals so gemacht, oder ja, wurde es zumindest in der Vergangenheit so gemacht, dass wenn man entsprechende VMAX ziehen würde, dass man auch die Wii erhält, einfach dadurch, dass ja, die Japaner da sehr, ich sag mal, spielerfreundlich oder sammlerfreundlich sind und die Leute, die das Pokémon ja wirklich spielen möchten, die benötigen ja auch dann die entsprechende Wii-Karte, um die VMAX auszuspielen. Deshalb ja, haben die da die Kulanz und packen die da mit rein, aber keine Ahnung, ob wir jetzt dann hier drin auch safe das mit bekommen würden. Aber schauen wir mal. Haben wir den Trainer. Mal ganz kurz, hier ist der Herr Mustard, soweit ich weiß. Und den gibt es dann auch noch in verschiedenen Full Art Varianten, beziehungsweise auch als Rainbow dürfte er mit drin sein. Schauen wir mal, ob wir da was ziehen. Bin auch gespannt, wie die Pull Rate an sich sein wird. Also wenn man jetzt eine VMAX gezogen, wie sich das da im Verlaufe des Openings verhält, wie viele Holos wir ziehen, beziehungsweise wie viele ja, Vs, VMAX und natürlich die erhofften Secret Rares und Full Arts. Also die Japaner, die meinen es echt gut mit dem Verschweißen der Booster Packs. Also sind, glaube ich, nicht dafür gedacht, dass man die öffnet. Aber wir lassen uns natürlich von nichts aufhalten und möchten geile Karten ziehen und nicht hier die Booster Packs rumliegen haben. Deswegen kämpfen wir uns da durch.
starten das Ganze mit einem Roly-Coly, wie wir es auch aus den unseren vergangenen Champions Path Openings kennen. Und schauen, was uns hier drinnen wartet. Haben eine Wii und zwar eine Secret Rare. Mit einem sehr nicen Artwork. Es handelt sich dabei um das Mimikyu Wii als Full Art Variante, die Nummer 73 von 70. Wow, also ich muss sagen, ich bin jetzt schon mehr hyped und glücklicher als bei den ja, 5 Displays Tag Team All-Stars GX, was wir aufgemacht haben. Und ich habe noch nicht mal die Karten, die ich eigentlich gerne sehen würde oder haben würde. Aber das ist schon very, very nice. Sehr stimmiges Artwork, auch mit dem rosa-lila Background. Vorne das Pokémon im Zentrum. Und an sich, ja, sehr gut verarbeitete Karte. Sind halt japanische Karten, da wird nicht rumgepusht wie teilweise bei den deutschen oder englischen. Von dem her kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Die erste Secret Rare des heutigen Tages. Hoffentlich folgen da noch ein paar. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendeine bestimmte Pull-Ratio gibt. Möchte es auch gar nicht wissen. Also wir lassen uns mal überraschen und werden es wahrscheinlich spätestens nach dem zweiten oder dritten Display, was wir hier dann geöffnet haben in den zukünftigen Streams, wenn wir es dann wahrscheinlich auch merken, wie man da rauskommt. Bei Tag Team All-Stars GX war es ja so, dass wir immer eigentlich zwei Secret Rares hatten. Eine davon, ne, ich möchte es gar nicht sagen, eine Energiekarte, die jetzt auch nicht so einen großen Mehrwert bringt gegenüber den normalen Energiekarten, die man aus den japanischen Sets ziehen kann. Und auf der anderen Seite halt eine weitere Secret Rare. Hoffen wir mal, dass es vielleicht hier eine bessere Ratio gibt oder wir zumindest zwei Secret Rare Pokémon oder Trainer oder irgendwas Sinnvolles ziehen. Vielleicht haben wir ja auch Glück und wir kriegen hier die eine oder andere Secret Rare. Und kriegen das Set auch relativ schnell voll. Meinen wir Japanischen kann es durchaus mal passieren. Aber schauen wir mal. Wir starten hier. Ups, das XP Share heißt, glaube ich, in dem Set. Und die Weiterentwicklung von Electabuzz. Starten hier mit der Weiterentwicklung von Spoink und zwar ist es das Grumpig. Dann haben wir Cagnia, ein Mankey mit einem coolen Artwork und dem Single Strike Stamp hier oben rechts. Haben hier unsere erste Regular Holo, Crobat oder auf Deutsch X-Bat und zu guter Letzt den Trainer Bruno, den es ja auch nochmal als Variante mit als Full Art Variante und auch als Rainbow Variante gibt. Grüße an den Chat. Moin Han Solo, herzlich willkommen im Chat. Ich hoffe, du hast Spaß und wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ist gerade die Frage, weißt du, was das große Amulett in PSA kostet? Finde ich nirgends. Nee, keine Ahnung. Kann ich dir leider nicht sagen. Weiß ich nicht. Und nee, ich verlose keine Booster.
starten mit der Weiterentwicklung von Murkrow, nämlich Honchkrow, mit einem ganz witzigen Artwork, mit einem coolen Regenbogen-Hintergrund. Haben ein Slowpoke. Eine Energiekarte. Das ist die Single Strike Energy. Heißt keine reguläre Fighting Energy oder Kampfenergie, sondern wirklich dann die Single Strike Variante. Die es in dem Set, beziehungsweise dann künftig auch bei Kampfstile, beziehungsweise Battle Styles geben wird. Muss gerade noch kurz checken, ob ich meine Stream-Info noch angepasst habe. Fällt mir gerade so ein. Passe ich noch kurz an. Einen Moment. So, damit wir ja auch nicht irgendwelche Leute irrtümlich hier reinlocken, die Clash der Rebellen sehen möchten, und wir öffnen hier ein japanisches Set. Das möchte ich natürlich auch nicht. War noch vom letzten Samstags-Opening mit drinnen. Diesen Samstag wird ja Champions Path geben, das habe ich ja schon angekündigt letzte Woche. Da werden wir auf jeden Fall mal eine Elite-Trainerbox hebeln und schauen, was uns hier drin erwartet. Wird dann auch wieder wie gehabt samstags, mittags, nachmittags irgendwann in dem Dreh sein. Also gerne, wenn ihr da auch nochmal vorbeischauen wollt, ein Follow da lassen und dann informiert sein, wenn es hier wieder losgeht und weitergeht. Wir starten mit einem Bronzor. Mit einem sehr coolen Artwork zum Tevic. Dann ein Electek, also Electabuzz. Haben eine Wii, und zwar ist es der Flapple Wii, bekannt auch als Weiterentwicklung als, ja, von Knapfe, wer es kennt. Also haben wir auch eine Wii wieder und die Weiterentwicklung von Roly Coly, also Carcrawl. Auch wieder ein cooles Design. Also gefällt mir ganz gut die Karten, die man hier drin ziehen kann. Und schauen wir mal, wenn wir noch ein paar weitere nice Karten ziehen. Ob wir das Tyranitar heute ziehen schon. Die Hoffnung ist groß. Weiß gar nicht, ob es da jetzt auch schon irgendwelche Brenner gibt. Wahrscheinlich gehen wir davon aus, die weibliche Full Art Karte, die Phoebe, die man jetzt ziehen kann, auch als Rainbow Karte, die wird wahrscheinlich wieder beliebt sein. Die haben ja eh einen relativ großen Hype jetzt mittlerweile angenommen, diese ganzen Trainerinnen Full Arts. Vielleicht hat man da auch noch das Glück, die daraus hier zu ziehen. Hier mit einem Granokles, einem Zubat, und zwar nicht in typischem gezeichneten Stil, sondern ein Wolle-Zubat. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, um das ganze Ding hier zu stricken. Ganz cooles Artwork, natürlich auch viel Mühe dahinter. Man kennt es von früher vielleicht auch von den klassischen Knet-Artworks. Ja, mittlerweile gibt es das Ganze auch mit gestrickten Artworks. Ganz witzig gemacht auf jeden Fall, und dadurch, dass sich da wahrscheinlich echt jemand Mühe gemacht hat, ich könnte es wahrscheinlich sowieso nicht. Deswegen habe ich da vollsten Respekt für. Ist es eine ganz coole Sache. Aber ich könnte auch nichts zeichnen, also von dem her kann ich es eigentlich zu jeder Pokémon-Karte sagen. Also Trainerkarte und ein Belectro als letzten Slot. Aber ich glaube, das Set hier wird auch schon alleine mit dem ersten Display relativ voll werden.
Da hatten wir, glaube ich, bisher gar keine doppelten oder ähnliches. Deswegen, wenn wir da gut vorankommen, dank den netten japanischen Pokémon-Freunden, ist es ja alles ein bisschen einfacher. Ich denke, die größte Schwierigkeit wird es da wirklich die seltenen Karten, Holos, Vs, Full Arts, Secret Rares, die zu bekommen. So. Stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Doch, ein Lickiting, dachte ich mir. Dürfte das sein. Sind bei unserer nächsten Holo, und zwar ein Entei mit dem sehr coolen Artwork. Die Nummer 9 von 70. Holo-Karte. Und danach direkt das Licky Licky. Ich weiß nicht, ob du noch im Chat bist, Han Solo. Wenn ja, nochmal zurück zu deiner Frage zu kommen bezüglich großes Amulett in PSA. Großes Amulett, ich gehe mal davon aus, dass du dann wahrscheinlich die deutsche Karte hast. Die wirst du bei PSA nicht finden, weil die ja nur englische Karten annehmen. Heißt, das einzige Set, was in PSA gegradet werden kann, ist und bleibt das Base-Set auf Deutsch. Da ist also ein bisschen die Ausnahme und die graden alle Sprachen, also auch Spanisch oder Ähnliches. Heißt, du wirst für PSA da auf jeden Fall keine Preise finden, außer du hast natürlich eine englische Karte, dann könntest du es finden. Ja, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Müsste man dann theoretisch auch graden lassen, zum Beispiel bei Beckett oder bei einem anderen Grading-Unternehmen. Ja, ich würde da natürlich dann der Beckett nehmen, weil das hat natürlich nach PSA der zweitgrößte Grading-Service ist oder zweitbekannteste Grading-Service. Ja, und die haben halt den Vorteil, dass sie auch Deutsch graden. Heißt, da könnte man sich schlau machen. Alternativ gibt es noch beispielsweise Gold Standard Grading in Deutschland, aber die natürlich jetzt nicht den großen internationalen Status wie jetzt beispielsweise Beckett, die ja auch jahrzehntelang schon unterwegs sind und durchaus, wenn die Gegebenheiten gut sind, durchaus auch die möglichen Marktpreise von einer PSA gegradeten Karte ausstechen können. Kurz ein bisschen Platz machen. Sieht dann so aus, dass ich gekonnt einfach alle leeren Booster von der Bank auf den Boden schmeiße. Wir starten das Ganze hier mit einem Grumpig, das Booster-Päckchen, und schauen, was uns hier drin noch erwartet. Die Weiterentwicklung von Murkrow ist wieder am Start. Haben hier unsere nächste Holo, und zwar Mioztik, also die Weiterentwicklung von Espur. Und oder letzt das Salazzo im Englischen. Grüße an der Stelle auch wieder raus in den Chat an den treuen Follower Axelander 1212. Freut mich, dass du da bist. Halleluja, diese Booster Packs. Die verwenden wir den Kleber, der die Welt zusammenhält, glaube ich. Eieiei. So, wir starten mit einem Mankey aus der ersten Generation. Mit dem Single Strike Stamp rechts oben. Ein Cacnea, die Nummer 1 aus dem Set. Spoink ist am Start. Eine Trainerkarte. Kurzer Namenscheck.
dann sich dabei auch um den Tower of Darkness und zu guter Letzt ein Golbat. Da haben wir jetzt auch die Entwicklungsreihe komplett. Also wir haben das Zubat mit dem Wolle-Artwork gezogen, wir haben das Golbat gezogen und mittlerweile auch schon das Holo X-Bat. Mit einem Glieger. Ein Tepig. Slowpoke. Den Single Strike Urshifu als Regular Weakard. Die Nummer 36 von 70. Und zu guter Letzt eine Trainerkarte. Das dürfte das Camping Gear sein. Also, manche sind vom Artwork her auf jeden Fall nicht selbsterklärend bei den Trainerkarten. Aber auch hier wieder eine schöne Wii gezogen. Natürlich auch ein bisschen Besonderheit. Man sieht es hier auch an dem Artwork. Man sieht es hier auch an dem Artwork vom Booster. Handelt es sich dabei um die entsprechende Pokémon. Ich sehe gerade hier eine Frage im Chat. Musstest du für die Karten aus Japan Zoll zahlen? Ja, dem ist so. Gab es auch kleine witzige Story, die ich natürlich wieder hier gestört und vernarrt in Pokémon-Karten, wie ich bin. Schön bestellt aus Japan, ganz guten Preis bekommen bei einem vernünftigen Verkäufer. Und das Ganze wurde losgeschickt. Ja, kam über eBay. Als ich dann schön gemütlich im Büro saß, durften sich dann die Familie zu Hause bzw. die Regie sich rumstreiten mit dem Postboten, der hier einfach für das Paket abgeben Geld haben möchte. Und zwar die Zollgebühren. Keiner so richtig gewusst, worum es geht, aber relativ schnell auf den Trichter gekommen. Es können nur Pokémon-Karten sein. Und das Ganze bezahlt. Und natürlich das Geld nie wieder gesehen. Scheiße. Ich glaube, ich greife bald zur Schere bei diesen japanischen Sets. Halleluja. Wie die Dinger verschweißen, ist geisteskrank. So, starten wir dann Bronzong. Haben wieder unser Wollzubat. Ein Rassaf mit dem Single Strike Logo oben rechts, mit einem coolen Artwork. Auch hier Evolutionsreihe wieder komplett. Und die letzte Karte hier raus, Stahl-Pokémon. Schauen wir mal, was in den nächsten Booster sind. Und dann dürften wir, jetzt muss ich mal kurz nachzählen. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Heißt, mit dem Booster hier, wenn wir das ausgepackt haben, sind wir bei der Hälfte angekommen. Und ja, kann gerne auf jeden Fall so weitergehen und wir noch ein paar coole Karten ziehen. Jetzt eine Schere holen. Das wird mir jetzt hier zu bunt. Einen Moment. Jetzt sind wir bewaffnet, jetzt dürfen wir keine Fehler machen. Der Druck steigt. Aber so langsam habe ich auch in den Fingern kein Gefühl mehr, um das hier vernünftig zu öffnen. Und wir haben natürlich die ersten Karten direkt komplett durchgeschnitten. Natürlich nur ein Schock. So, natürlich kein Schock. Natürlich ein Schock. Also, starten mit einem Habitak.
Electek Hunduster mit dem Single Strike Stamp. Oh, da gibt es auch eine wunderschöne Gold Rare als von Houndoom, also von der Weiterentwicklung. Das wäre auch eine sehr geile Karte. Und haben hier unser erstes Tyranitar. Wunderschöne Karte. Nicht ganz die, die wir unbedingt haben möchten, aber eine, die ich sehr gerne mitnehme, weil ich das Pokémon ziemlich feier. Von dem her, geile Wii. Gibt es dann auch nochmal als Full Art Version und dann noch mit dem alternativen Artwork, wo schön vollgefressen rumliegt. Unser Spirit Animal, von dem her brauchen wir die Karte natürlich auch unbedingt. Ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, die so zu öffnen. Wir starten das Ganze mit einem Tippic Bronzong, Bronzor, Electabuzz, Lickilicky und den Tower of Darkness. Jetzt sehen wir auf jeden Fall jetzt mal schon ein, zwei Doppelte mit am Start. Aber das passiert natürlich bei der Setgröße relativ schnell. Karten sind da einfach nicht viel, exklusive der Secret Rares. Deswegen kann das schon mal passieren. Ich wäre echt ein bisschen Schiss, dass wir hier irgendeinen Scheiß machen mit der Schere, aber ich glaube, ist die einzige Lösung. Ein Salandit, ein Zubat, ein Salazzle. Haben hier wieder eine Trainerkarte. Und das war es auch schon mit dem Booster. Starten die Nummer hier. Mit einem schönen Abitag-Artwork. So ein Duster, der die Berge zieht. Haben wir wieder ein Holo-X-Bad und ein Golbat auch noch im Start. Das heißt, hier hätte nur noch das Zubat gefehlt zur Vervollständigung der Evolutionsreihe in einem Booster. Das ist auch unsere erste doppelter Holo. Natürlich den großen Hauptgewinn ziehen möchten, dann müssen wir die eine oder andere doppelte Karte in Kauf nehmen. Starten mit einem Bolthund. Herzliche Grüße auch in den Chat an Cobrian. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Herzlich willkommen und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier. Ja, es geht nicht viel hier. Wir öffnen ein bisschen das japanische Set Single Strike, was ja ja, Frühjahr dieses Jahr, beziehungsweise April, irgendwann nach Deutschland auch kommt unter dem Namen Kampfstile und beziehungsweise im Englischen Battle Styles. Im Japanischen ist es auch gegliedert in zwei kleinere Sets, einmal Single Strike, was wir heute hier öffnen, und einmal Rapid Strike. Und ja, hoffen, dass wir hier noch die eine oder andere coole Karte ziehen. Haben hier ein Chimecho. Wieder die Weiterentwicklung von Murkrow. Und zu guter Letzt ein Vivillon. Vielen Dank fürs Glückwünschen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, kennst du dich aus mit dem Set?
Ich bin mir da, habe jetzt mich vorher nicht allzu viel informiert, habe mir einfach angeguckt, welche Karten es gibt und habe mir gedacht, gut, da gibt es ein paar, die ich gerne hätte. Gibt es hier auch die Möglichkeit, irgendwie ein Godpack oder sowas zu ziehen? Also, mir war da jetzt vorher nichts bekannt. Starten mit einem Durant. Flunkiefer. Espur. Haben unsere nächste Holo. Embor. Die Weiterentwicklung von Tipic. Und Phoebe. Als normale Regular-Trainerin gibt es ja auch nochmal als Full Art bzw. als Rainbow Rare. Okay, danke, danke für die Info auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob wir vielleicht sowas im Laufe der Zeit bekommen. Vielen Dank für den Follow auch und ja, würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn du mal Zeit hast. Nächstes Mal wird auf jeden Fall Samstag wieder gestreamt. Mittwochs und Samstags sind meine Streamingzeiten. Heißt, gerne da einfach wieder vorbeischauen und würde mich sehr drüber freuen. Mit einem Morcrow, Roly Coly, ein Spoink, Slowbro und den Experience Share. Mit einem Scatterbug in dieses Booster-Päckchen. Lickitung. Unser Grumpig. Tatsächlich die Tapu Koko Oui, wie ich es vermutet habe, dass wir die vielleicht sehen werden. Auch wieder ein cooles Artwork. Muss ich ein bisschen erstmal zurechtfinden, weil da recht viel auf dem Artwork passiert. Aber wenn man dann Gesicht und Arme, was auch immer, Beine gefunden hat, sieht das Ganze auf jeden Fall ganz nice aus, auch mit den Blitzen, die man da überall sieht. Und ein Rassaf als letzte Karte. Ist hier mit der Nummer 17 von 70 wieder eine Wii gezogen, die das Set wieder um eine Karte mehr vervollständigt. Mal hier rein. Bin gespannt, ob wir hier nochmal eine Secret Rare ziehen. Wir starten hier auf jeden Fall mit einem Spiuka. Könnte ich mir vorstellen, dass sogar das erste Mal ist, dass wir das gezogen haben heute. Mankey. Ein Slowpoke. Den Trainer Bruno. Und Pignite. Starten hier mit einem Honedge, ein Fearow, Bibitak, hier einmal unser Tepig und das Urshifu Single Strike V-Max mit einem sehr geilen Artwork. Zu guter Letzt noch den Trainer Mustard. Die V-Max gefällt mir auch sehr gut, ist dasselbe Artwork im Prinzip wie auf den Booster Packs. Es gibt einen kurzen Parallelcheck.
Also ähnliches Artwork, ähnlicher Look. Sieht sehr nice aus. Auch hier hat man jetzt die Wii und die Wii Max gezogen. Heißt, die japanische Fairness lässt uns an der Stelle nicht im Stich. So, starten hier mit einem Keknir. Einmal ein Ligger, Elektabuzz, die Weiterleitung von Roly Coly, also Karkoi, und zu guter Letzt die Schriftrolle des Single Strike. Kriegen wir hier drin noch eine Secret Rare? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Ich hoffe natürlich ja. Aber ich weiß es nicht. So, ja, ein Bronzer. Haben wieder unser Morpeko am Start. Habitak. Sehr schöne Holo-Karte. Houndoom. Mit dem coolen Artwork. Und dem Single Strike Stamp rechts. Und Weiterentwicklung von Electabuzz. Die Houndoom-Karte gibt es ja auch als Gold Rare. Die wäre auch eine sehr begehrenswerte Karte. Die Nummer 45 von 70 heißt im Set und damit auch wieder eine Lücke mehr geschlossen. Daten hier drin mit einem Yamper. Zubat, Tekturen und ein Escape Rope am Ende. Haben noch drei Packs. Getroffen, dass da noch irgendein nicer Pull mit am Start ist. Starten hier auf jeden Fall mit einem Gliscor. Weiß gar nicht, ob wir die schon mal gezogen haben. Murkrow. Flunkiefer. Die Single Strike Energie. Und Velectro als letzte Karte. Zwei Booster. Starten das Ganze mit einem Salandit. Hunduster. Haben eine nächste Rolo Kolossal. Und zu guter Letzt das Stone Journal. Sehr nice. Was befindet sich im letzten Booster des Displays? Kriegen wir nochmal einen großen Hit? Ja, nein, vielleicht. Hoffen wir mal, ja.
Starten mit Durant. Roly Coly. Ein Psiao. Und die 59 von 70, die nächste Wii, und zwar Stoutland. Die Hundefans würden es mal klassisch als Yorkshire Terrier identifizieren. In der Welt der Pokémon ist es ein Stoutland. Und zu guter Letzt nochmal Phoebe als Regular Trainerkarte. Und dann haben wir auf jeden Fall mal die ein oder andere Holo gezogen. Die ein oder andere Wii. Plus eine Secret Rare mit dem Mimikyu. Heißt, im ersten Display hatten wir eine Secret Rare. Schau mal, wie das dann bei den künftigen Openings ist. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Pokémon-Unboxings angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr gerne Follow oder Abo dalasst und nächstes Mal wieder mit einschaltet. Wie erwähnt, wird am Samstag Champions Path geöffnet. Da machen wir auf jeden Fall eine der Elite-Trainerboxen auf. Schauen, was uns da drin Schönes auf uns wartet. Und ja. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und sage da gerne bis bald.